Bericht über Sozialleistungen. Man könnte, man sollte vielleicht sogar, denken wir im Sinne von Mitarbeiterbindung und Öffentlichkeitsarbeit, auch über die Sozialleistungen berichten. Es gibt zwei Instrumente, den Sozialbericht und die Sozialbilanz. Der Sozialbericht, das ist das, was im Jahresabschluss so hinten steht, ne, im Anhang. Ja, Sozialbericht, der berichtet über zum Beispiel Personalentwicklung und natürlich, wenn das Personal aus- und aufgebaut wurde, wenn mehr Leute eingestellt wurden, das steht alles im Sozialbericht. Und auch vielleicht die Einkommensentwicklung. Also, was tun wir für die Mitarbeiter? Das ist der Sozialbericht. Was tun wir für die Mitarbeiter? Was zahlen wir ihnen? Was tun wir für die betriebliche Weiterbildung? Wie viel mehr Leute haben wir eingestellt? Das ist der Sozialbericht. Dann gibt es noch die Sozialbilanz. Wie gesagt, wir haben hier wieder einen Übersetzungsfehler gemacht. Die Amerikaner sagen Social und meinen gesellschaftlich. Wenn wir sozial sagen, meinen wir eher Hartz IV und Sozialhilfe. Also eigentlich müsste man sagen, statt Sozialbilanz, Gesellschaftsbilanz. Was tut das Unternehmen für die Gesellschaft? Das ist die Sozialbilanz. Gesellschaftsbilanz. Was tut das Unternehmen für das es umgebende System, also das Dorf, in dem es ist, der Landkreis, das Bundesland, die Umwelt, ja, das ist die Gesellschaftsbilanz. Geht also weiter. Ne? Sozialbilanz geht weiter. Sozialbericht ist vor allem die Beziehung Unternehmen und Mitarbeiter. Und die Gesellschaftsbilanz, fälschlicherweise Sozialbilanz genannt, geht weiter. Was tut das Unternehmen für die Gesellschaft? Social Activities nennen die Amerikaner das und meinen gesellschaftliche Aktivitäten. Das spielt in Amerika eine sehr große Rolle, Social Activities. Und von den Großverdienern wird das erwartet, dass sie Teile ihrer Zeit investieren in Social Activities. Also Spenden generieren, Vorträge halten ohne Honorar, wo aber Leute kommen, die Eintritt zahlen und, und. Ja, und dieser Eintritt wird dann verwendet für Social Activities. Beides sind Instrumente der PR, der Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, PR. Als wir noch Deutsch gesprochen haben, nannten wir das Öffentlichkeitsarbeit. Motto, tue Gutes und rede darüber. Ja, tue Gutes und rede darüber. Das ist hier die Idee.